für mich ganz besonderen Buch vor. Das ist meine 7. Veröffentlichung, trägt den Titel Der Schmetterlingsmann. Ist eine Geschichte, die eigentlich ursprünglich für den Geburtstag meiner Lebensgefährtin geschrieben wurde und sollte nicht veröffentlicht werden. Ich habe das Buch an meinen Verleger geschickt, der hat es durchgelesen, war so begeistert, sodass es jetzt in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren erschienen ist, die sind durchnummeriert und von mir auch handsigniert. Ich habe die letzten Exemplare, es müssten 7 sein, noch dabei, ansonsten ist die Auflage schon weg. Es ist ein ganz besonderes Buch, weil 12 verschiedene Arten der Liebe beschrieben werden. Ein Kapitel ist auch sehr besonders, das war eine Herausforderung an Setzer, weil die Zeilen bewusst mal so, mal so, mal so, mal so gesetzt sind. Ich zeige mal hier, vielleicht sieht man es. Das drückt einfach aus die verschiedenen Sichtweisen von Mann und Frau. Das wird immer hin und her gedreht, das lese ich aber nicht vor. Ich lese jetzt den Anfang vor, der Einfachheit halber. Es geht um einen Mann, der in der Nacht aufwacht, eine geheimnisvolle Stimme hört, die mit ihm über die Liebe sprechen will und ihn auffordert, in ein Hotel zu gehen. Das tut er auch, also im Grunde genommen bin ich das. Und spricht dann mit dieser Stimme über die Liebe. Wenn ich an unsere erste Begegnung denke, kommt sie mir wie ein Traum vor. Als wir Wochen später stundenlang gemeinsam durch Berlin gingen und uns pausenlos unterhielten, geschah das Wunder. Wir verliebten uns. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, um dir von diesem Wunder zu erzählen, das mich noch immer erfüllt wie am ersten Tag. Ich rede von dem kleinen Universum in unseren Herzen, das wir, seit wir uns kennen, in all seinen Facetten erforschen. Die Liebe. Sie ist es, die uns antreibt und manchmal verhindert, dass wir nicht aufgeben, weil uns die Strapazen des Lebens zu groß sind. Was wären wir ohne Liebe? Was wäre ich ohne Liebe? Ich leide nicht, aber dieses Gefühl ist kompliziert. Stell dir vor, du hättest Zeit deines Lebens nie die Möglichkeit, einen Menschen zu lieben. Erschreckend, oder? Bei vielen Menschen beginnt mit dem Älterwerden eine Abstumpfung. Doch wir sind Helden der Liebe. Du weißt, was ich meine. Erinnere dich an unsere Gespräche über den stumpfsinnigen Alltag mancher Paare, die Abend für Abend vor dem Fernseher verbringen und keine Zeit für eine vernünftige Unterhaltung finden. Wir sind anders. Ich weiß, dass du genauso denkst wie ich, wenn es darum geht, wie grob manch Mann seine Frau behandelt, nur weil sie nicht so funktioniert, wie er es will.